Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Vielleicht kennst du dieses Kinderlied und da ist sehr viel Wahres dran, denn es wiederholt sich von Jahr zu Jahr zu Jahr, nämlich die ganzen saisonalen Trends. Und diese Trends solltest du auf jeden Fall kennen, wenn du online deine DIY-Uni-Karte vertreiben möchtest, denn die wiederholen sich immer wieder. Das heißt, du kannst dann halt sehr einfach deine Produkte an den Mann oder an die Frau bringen, wenn du die entsprechenden Suchwörter kennst, die du bei deinen Produkten einstellen solltest. Denn je Trend erhöht sich das Suchvolumen für entsprechende Keywords und wenn der Trend zu Ende ist, dann fällt er das Suchvolumen wieder. Vielleicht rechnest du damit, dass ich jetzt das Thema Ostern anspreche, aber ich kann dir sagen, der Trend zum Thema Ostern ist Anfang März jetzt schon gelaufen, denn Ostern ist ja schon Anfang April dieses Jahr. Und Suchalgorithmen, also der Etsy-Algorithmus, der Google-Algorithmus, die brauchen so 60 bis 90 Tage, bis sie genug Daten über das Produkt, was online ist, gesammelt haben, um das den entsprechenden Leuten dann anzuzeigen. Was machst du jetzt, wenn du deine Osterprodukte noch nicht online hast? Ganz schnell online stellen, aber du darfst dich dann nicht auf irgendwelche Algorithmen verlassen, also nicht nur die Produkte einstellen und abwarten, jetzt kommen die Bestellungen, sondern es ist halt einfach jetzt zu spät für diesen Trend. Du hättest das schon im Januar, spätestens Februar einstellen müssen, damit deine Produkte dann für die Osterzeit halt gefunden werden. Und was kannst du jetzt machen? Das heißt, du bist gefordert, du wirst sichtbar und leitest deine potenziellen Kunden, die sich für deine Produkte interessieren, halt auf deinen Shop. Ist es jetzt der Etsy-Shop oder ist es dein Online-Shop oder ist es der Facebook-Shop, was auch immer. Aber du kannst dich jetzt auf keine Keywords mehr verlassen, auf keine Suchalgorithmen, weil die einfach für deine Produkte zu wenig Daten sammeln konnten. Das heißt also, da bist du jetzt gefragt. Und darfst tätig werden und deine Produkte sichtbar machen. Wenn du sagst, okay, Sabrina, welche Trends starten denn jetzt? Welche Produkte sollte ich denn jetzt einstellen, damit die entsprechenden Algorithmen genug Daten sammeln können, dass dann, wenn der Trend richtig losgeht, dass ich dann dabei bin? Das zeige ich dir in der aktuellen Google Trends-Analyse, die ich gemacht habe. Und Google Trends kannst du auch super gut für deine Produkte nutzen und auch für deine Suchbegriffe. Da kannst du nämlich dann selber gucken, wann fängt denn der Trend an? Und dann erinnere dich einfach 60 bis 90 Tage vorher einstellen. Dann kannst du nämlich ausrechnen, wann deine Produkte spätestens online sein müssen, damit du den Trend dann richtig mitnehmen kannst. Hochzeitssaison startet im Mai und wenn du in Google Trends mal den Begriff Hochzeit eingibst, dann siehst du, dass hier jetzt im März das wirklich ansteigt und möchtest du, dass du dann in der Hochzeitssaison, die ja sehr lange geht, ich meine, geheiratet wird das ganze Jahr über, aber hier ist halt einfach der Hauptteil, dann solltest du jetzt schon ganz, ganz schnell deine Produkte online haben und auch mit den richtigen Keywords versehen, dass es zum Thema Hochzeit sich dein Produkt eignet. Spannend ist, Hochzeitsdeko, das heißt, die Brautpaare, die ja ihre eigene Hochzeit organisieren, die fangen schon viel früher an. Also wenn du hier guckst, hier steigt der Trend ja noch zum Thema Hochzeit. Aber das Thema Hochzeitsdeko, da ist der Trend schon im vollen Gange. Das heißt, um jetzt hier noch aufzuspringen, solltest du wirklich schnell sein, sonst ist der Zug langsam abgefahren. Was macht man vor der Hochzeit? Ein Junggesellenabschied. Und genau da ist das auch so. Das heißt, der Trend nach Junggesellenabschied zu suchen, was kann ich da machen, was kann ich vielleicht für Verkleidung, was gibt es für Spiele, was gibt es für Erinnerungsprodukte für den Junggesellenabschied, das ist jetzt hier schon im vollen Gange und hier, das ist ja jetzt hier dieses Jahr, das heißt Google Trends sagt, das wird jetzt hier sprunghaft ansteigen. Das heißt also, hast du irgendwelche Produkte, die man super gut für einen Junggesellenabschied nehmen kann, sei es jetzt bedruckte T-Shirts oder Fotoalben, Erinnerungsstücke, wo man halt quasi die Erinnerung an den Junggesellenabschied irgendwie schön archivieren, aufarbeiten, hinhängen kann, dann solltest du da unbedingt schleunigst deine Produkte online stellen, weil hier sagt Google Trends, das wird hier sprunghaft ansteigen, der Trend. Ich habe auch mal nach Junggesellinnenabschied gesucht. Das ist vielleicht auch ein Begriff, der auch für die Damenwelt genutzt wird, aber auch hier siehst du, der Trend Junggesellinnenabschied ist auch hier im vollen Gange. Das heißt also, hast du Produkte, genau wie für den Junggesellenabschied, solltest du unbedingt auch das Keyword Junggesellinnenabschied mit hinzunehmen, weil hier wird auch wirklich viel
danach gesucht. Dann habe ich nochmal geguckt, Geschenke für die Hochzeit. Hier, letztes Jahr läuft es hier erstmal so lala und dann kommt der Riesenanstieg und wir sind jetzt auch hier ungefähr schon ein bisschen höher als letztes Jahr. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Trend wieder ähnlich läuft, das heißt, dann kommt hier nämlich der große Anstieg. Hast du irgendwelche Sachen, die sich super gut eignen für Hochzeitsgeschenke? Also, es können auch Gästebuch sein oder Fotoalben, Erinnerungsstücke, die man gut zur Hochzeit verschenken kann. Dann solltest du das unbedingt jetzt online stellen und mit den richtigen Keywords versehen, weil hier der Trend beginnt jetzt halt. Ich habe mal geguckt, was zur Hochzeit schenken, ist ja auch ein Suchbegriff und das ist jetzt nicht so ein deutlicher Trend, aber du siehst halt hier ist auch ein recht großes Suchvolumen und es gab hier im Februar schon ein riesen Suchvolumen, jetzt halt gar nicht mehr, aber du siehst ja immer, das geht hier hoch und runter. Das ist jetzt nicht so eine große Trendkurve, ich wollte einfach mal gucken, ob man bei den Hochzeitsgeschenken auch noch was findet, aber wahrscheinlich ist das ein Such. Geschenke, Hochzeit ist wahrscheinlich ein Suchbegriff, der auf Google einfach ja, mehr gesucht wird. Du möchtest bei den kommenden Trends dabei sein, dann stell jetzt unbedingt deine Produkte ein, denn nochmal zur Erinnerung, wenn es Etsy ist oder wenn du einen eigenen Online-Shop hast, dann brauchen die Suchalgorithmen immer 60 bis 90 Tage, bis sie kapieren, welcher Zielgruppe sie deine Produkte richtig gut ausspielen sollen, damit die halt dann auch kaufen. Deswegen musst du 60 bis 90 Tage, bevor die Trendkurve anfängt, deine Produkte spätestens online haben. Und das heißt, wenn du Produkte hast für Hochzeit, Junggesellenabschied und so weiter, dann ist jetzt die Zeit, die einzustellen.